Als nächstes kommt der Toni und der redet über das Leben. Hallo, Moment. So, also. Machen wir das anders. So. Geht das so? Ja, ja, geht schon. So. Es ist jetzt schwierig für mich da anzudocken, weil das war jetzt ziemlich bewegend. Vor allem, ja, sie hat eigentlich nur das gesagt, was ich auch schon mehrfach behauptet habe. Leben. Was ist Leben? Ich hätte ein gutes Beispiel und auf das werde ich nachher nochmal zurückkommen. Leben kann zum Beispiel auch heißen, da gibt es einen speziellen Parasiten, der setzt sich in das Hirn von Ameisen, von Mäusen, von Fischen und er vermehrt sich da drin, er ernährt sich von ihnen und treibt dann irgendwann den Wirten zum Suizid. Also den Fisch an die Wasseroberfläche, die Ameise auf den obersten Grashalm und so wird das Ding gefressen. Und der Parasit lebt dann dadurch weiter, weil er in diesen Verdauungsorganismus dann von diesem Jäger kommt. Leben kann man jetzt anders auch noch definieren. Ich habe zum Beispiel im Internet habe ich versucht einmal zum Beispiel herauszufinden, es gibt ja den umstrittenen Wert über das Leben des Menschen. Wir hören heutzutage so viele Berichte in den Zeitungen wie ganz fanatisch, als würden sie da Rekordzahlen jagen. Und wenn wir dauernd jetzt so aus der Richtung unserer Politiker jetzt rechnen, einmal wir reden von finanziellen Schäden, habe ich im Internet nachgeguckt und habe einmal eruiert, was haben Fachleute für einen Wert eines Menschenlebens gerechnet. Und das war recht lustig, da findet man einige Dinge, vor allem, ich wollte das eigentlich vorlesen, aber ich brauche das eigentlich nur kurz zusammenfassen. Die Amerikaner arbeiten mit dem System, dass sie im Grunde genommen hochwerten, was einer erwirtschaftet und auch kostet. Und daraus haben sie ja halt im Schnitt für, lustigerweise, für Mann und Frau unterschiedlich. Frauen sind angeblich 1,4 Millionen Euro wert und Männer 1,7. Da gibt es dann noch die andere Devise, dass angeblich ein Menschenleben 10 Millionen wert ist. Jetzt lassen wir mal nicht darüber so wirklich streiten. Es geht hier um das, dass in der EU, ist geschrieben, in der EU, danke, passt schon, geht schon. In der EU werden Leben zum Beispiel nicht monetär, also geldlich oder materiell bewertet, sondern es werden bloß verschiedene Maßnahmen bezüglich ihrer Effektivität zur statischen Verlängerung der Lebenszeit der Bevölkerung, zum Beispiel Qualis oder Delis, erkläre ich gleich, zu vergleichen, wobei sich auch hier ethische Probleme stellen. Qualis sind jetzt dann quasi die Lebensjahre, wo man produktiv ist und die Dalis oder Delis sind quasi die, wo man jetzt krank ist, also das werden wahrscheinlich ältere Leute im höheren Alter haben und daraus errechnet dann halt zum Beispiel die EU, damit sie in gewissen Sicherheitsstatistiken zum Beispiel feststellen können, wie viel Geld ist gewährleistet und wie viel Sicherheit aufzuwenden, um eine gewisse Anzahl an Menschen zu schützen bei einer Veranstaltung. Ab wann wird es zu viel, also das muss man ja wirtschaftlich auch festschreiben. Jetzt habe ich mir das einmal genommen und dann habe ich einmal geschaut, wir haben 7,16 Milliarden, also sagen wir 7,2 Milliarden Menschen auf der Erde, okay? Man kann sehr gut beobachten, dass in den letzten 100 Jahren die Zahl sich massiv verändert hat. Wobei ich dann auch auf die gleiche Frage gekommen bin, wie viele Schulden haben wir denn angeblich? Und da gibt es einige Zahlen, manche reden von 100 Billionen und was weiß ich was. Ich habe eine reelle Zahl genommen, die ich mir gut vorstellen könnte, das waren 52 Billionen Dollar. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich die endgültige Zahl ist. Umgerechnet, weil der Dollar ja nicht so viel wert ist, 38 Billionen Euro. Also 38,8. Ich habe das dann hochgerechnet. Das würde heißen, für jeden Einwohner, wenn ich mich jetzt nicht verrechnet habe, 5.424 Euro Schulden. Für jeden.
Jetzt möchte ich aber fragen, rechtfertigen jetzt knapp 6.000 Euro oder 5.000 Euro Schulden, dass Menschen verdursten müssen, dass Menschen verhungern müssen, dass Menschen vor einem Panzer stehen müssen und demonstrieren müssen? Ich meine, wir reden ja von Schulden. Jeder sagt uns, wir stehen in der Schuld von irgendetwas, dass wir nur existieren. Aber wartet. Nestle zum Beispiel. Ich habe da ein Video gesehen, ich weiß jetzt nicht, ich habe leider keinen Namen rausgefunden, weil ich hätte da gern nachrecherchiert. Da habe ich ein kurzes Video gefunden von so einem Nestle, so ein Typ mit Anzug halt. Na, irgendwas wird er schon da zum Sagen haben. Er hat das recht nett formuliert, da geht es ums Wasser. Leben resultiert ja aus unserem Verständnis heraus aus Wasser. Und er hat so gemeint, naja, es gibt zwei Seiten, die müssen wir jetzt ernsthaft kritisch betrachten. Da gibt es einmal die einen, die behaupten, Wasser sollte ein öffentliches Recht sein. Und dann gibt es die andere Seite, die natürlich logischer erscheint. Das ist ganz einfach, Wasser ist ein Lebensmittel und sollte einen Marktwert haben. Also quasi hat ein Lebensmittel, das verpackt wird, einen Marktwert, wissen wir es offensichtlich mehr zum Schätzen. Das Problem, aber er hat ja dann noch dazu erwähnt, spezifischer Eingreifen in Fällen, wo es jetzt zum Beispiel Wassermangel gäbe. Also das wäre dann natürlich das, was Nestlé natürlich anstreben würde. Wir wissen mittlerweile aus Frankreich und aus anderen Ländern, dass das privatisierte Wasserunternehmen oder diese Strukturen nicht funktionieren. Weil jeder von euch zahlt Steuern. Wir zahlen Steuern und gar nicht mal so wenig, dass unser Land, also Österreich, quasi die Trinkwasserversorgung für uns gewährleistet. Weil wenn wir nicht trinken, können wir nicht arbeiten, können wir keine Steuern zahlen. Logisch, oder? Warum kommt dann ein Unternehmen und verlangt von uns dann, naja, Moment einmal, wir könnten dem jetzt schon ein bisschen mehr Wert beibringen da schon. Dann können wir noch ein bisschen was verkaufen, aber ihr müsst dafür zahlen, dass im Grunde genommen ihr, die ihr hier geboren seid oder die hier Familie hier haben, müssen dann zu irgendjemandem hingehen und sagen, hey, ich will bitte 1 Euro für einen halben Liter Wasser für mich zahlen. Muss man sich jetzt einfach mal so den Kopf gehen lassen. Da gibt es zum Beispiel, dann habe ich einen anderen Fall gesehen, Indonesien, da gibt es eine Sittenpolizei. Also ich meine, Religionen sind eine Sache, ich fand das vorhin sehr schön, Religionen sind... reiben leider uns Menschen auf einer emotionalen Ebene auf, aber Religionen haben ja doch normalerweise den Inhalt, meiner Meinung nach, so gut zu mir vermittelt das Kind, dass eine Religion eine Unterstützung für Verständnis mit anderen Menschen sein sollte. Es gibt Situationen, da kann ich eine Reaktion, wenn mir einer jetzt zum Beispiel Mittelfinger aus dem Auto zeigt, kann ich vielleicht nicht gut reagieren. Aber ich als guter Mensch denke mir, naja, scheiß Tag gehabt, wurscht. Ich muss sie nicht übernehmen. Eine Religion soll mir vorleben oder jeden Tag vorzeigen, was für mich als Lebewesen das Ziel ist. So, dann nehmen wir ein anderes Beispiel. Ich komme dann nachher auf das Ganze zurück, um das zusammenzufassen. Nehmen wir zum Beispiel, gutes Beispiel, Steiermark. Das ist ein Thema, was mich persönlich auch ein bisschen betrifft. In der Steiermark habe ich gehört von Leuten, die dort leben, es ist normal, eine Versicherung oder ein Flugunternehmen dafür zu bezahlen, dass sie im Fall eines drohenden Hagels was in die Luft sprühen, damit halt einfach die Ernte nicht kaputt wird. Wenn wir jetzt aber verschiedene Leute, die Experten oder meistens gar keine Experten sind, sondern in diesen Bereich reingewachsen sind, wissen wir, dass der Barium- und Aluminiumverbindungen ganz und gar nicht das ist, was wir brauchen. Wir brauchen es einfach nicht. Titanverbindungen gibt es auch und die haben sogar, angeblich schon in Westeuropa, haben sogar da die Photosynthese verhindert. Das heißt, da ist man dann mit dem Rasenmäher drüber gefahren, dann hat es von da oben runtergerieselt, das sind ja Kleinstpartikel und die blocken einfach die UV-Strahlung und dann wächst das Ding einfach nicht mehr. Also geht halt einfach nicht mehr. Wurscht, da müssen wir ja dann zu aus den 1970er Jahren patentierte Getreide zum Beispiel von Monsanto oder sowas kaufen. Also da gibt es die Alternative. Nehmen wir die Antarktis. Ich habe vor kurzem jetzt auch ein Video gesehen, da hat man so gigantische Platten, Eisplatten gesehen. Wir machen uns alle Sorgen, warum die Gletscher wegschmelzen. Da gibt es auch einen relativ plausiblen Grund dafür, aber wie ich habe dort auf dem Video gesehen, so, die waren rechteckig, wie scharf geschnitten, aber zig Meter hoch. Jetzt kommen natürlich dann die Verschwörungstheoretiker und sagen, was war das? Jaha, gute Alternative. Ich möchte jetzt nur eins sagen, wir wollen jetzt vielleicht
wissen vielleicht, was es ist. Wir stellen ja nur die Frage, warum macht man denn sowas? Es kommt ja keiner und sagt, hey, wir wollen hier einfach nur ein bisschen auf eure Kosten experimentieren. Jeder lügt uns an und haut uns Steuern drauf, dass wir für unsere CO2-Werte aufpassen und hin und her. Wie es auch vorhin schon mehr erwähnt worden ist, Afrika ist nicht das gleiche einzige Beispiel. In Südamerika werden Regenwälder abgeholzt, damit wir unsere komische Biodiesel oder was weiß ich was Philosophie, damit Ethanol durchbringen oder so weiter. Monokulturen zerstören das, was im Endeffekt den CO2 in unserer Atmosphäre abbaut. Unser toller Planet braucht sich keine Sorgen machen. Wir brauchen uns um die Erde keine Sorgen machen. Umso mehr Mist wir hier produzieren, das fällt uns auf den Kopf. Nicht uns, vielleicht unseren Kindern, aber es wird jetzt schon langsam eng. Und die Erde regeneriert sich wieder. Nur ist die Frage, wollen wir das miterleben oder nicht? Nächstes. Tote Vögel. Ich hatte vor ein paar Jahren, das war eines der ersten Themen, was mich so ein bisschen aufgerissen hat, da hat man plötzlich in der Zeitung erzählt, dass da einfach Vögel vom Himmel gefallen sind. Ich habe damals auch vermutet, dass das mit der Ölkatastrophe zu tun hat, die damals auch war. Wurscht, wir wissen es nicht, ich weiß es nicht. Es gibt verschiedenste Vermutungen, auf die will ich jetzt nicht eingehen. Plankton, Hauptnahrungsmittel für viele Lebewesen im Meer, wird jetzt mittlerweile durch Plastikpartikel ersetzt. Also der Bauch von gewissen Tieren ist voll, aber nicht mit dem, was es ihnen bringt. Ja. Kann man sich ausrechnen, was daraus wird? Haie zum Beispiel, die Gefährlichen, die Räuber, wenn wir jetzt schwimmen gehen. Ich war jetzt schon so oft im Meer schwimmen und kein einziges Mal ist irgendeiner in meine Nähe gekommen. Die Dinger sind viel klüger, als ihr denkt. Die machen euch nichts, sie haben mehr Angst vor euch. Aber wurscht, wir müssen die ja jagen, müssen die ausrotten, Flossen abschneiden, damit wir es gut verkaufen können. Damit irgendein Typ, so wie ich es dann auch gesehen habe, mit einem 500er oder was das auch immer für ein Geldschein war, darum, der frisst das halber, weil er so froh ist, dass er jetzt gerade wegen ein paar Flossen ein bisschen Geld verdient hat. Aber darauf geschissen, dass wir darauf zurückblicken, wie wir es schon vorhin auch gehört haben, die nächsten Generationen. Wurscht, die UN hat gemeint, 2050 wird es nicht mehr nennenswerte Fischbestände geben. Wildfischbestände, Zuchtfischbestände schon. Aber dann haben wir solche Fälle wie im Indischen Ozean, wo zum Beispiel dann aufgrund von Überzüchtung und aufgrund den Düngerstoffen in den Gewässern gibt es dann zum Beispiel Quallen, Leuchtquallen, die fallen dann einfach einmal über so eine Zuchtplantage von über 100.000 Lachsen her und die sind tot. Wurscht, wird weggehaut. Ist doch scheißegal. Wir haben, jeder hier, der hier sitzt, hat das selber mitbekommen, wie erzählt worden ist, wie aus Pestgründen Tiere zu Mass gekillt worden sind. Zu Mass. Das ist aber, ich habe da nicht wirklich gehört, dass man da versucht, irgendwas zu verbessern. Ja, so wie es der Düring ja schon gesagt hat, naja, für vier Händeln kein A4-Blatt, sondern jetzt tun wir halt drei Händeln rein, ne? Und jetzt sind wir die Guten. Nehmen wir ein paralleles Beispiel. Wir reden zum Beispiel, ich höre ja oft, dass über die Japaner geschimpft wird, dass sie den Walfang noch aufgrund ihrer wissenschaftlichen Forschungen da, sie gehen dem nach, sage ich jetzt einfach einmal. Ich finde es sehr lobenswert, dass es Menschen gibt, die sich da einstellen, also die nehmen ihre private Zeit, weil sie ja nichts Besseres zu tun haben, hauen sich auf ein Schiff in einer Gegend, wo es scheißkalt ist und versuchen diese Jagdschiffe aufzuhalten, daran zu hindern, damit sie eigentlich vielleicht noch irgendetwas schützen oder bewahren können. Und das sind ja, falls das jemand schon mitgekriegt hat, das sind ja amerikanische Sender meistens. Man möchte betonen, dass 900 Jahre nach Christus hat so ungefähr der konventionelle Walfang eigentlich angefangen. Es haben schon vor 8000 Jahren angeblich Kulturen Wale gefangen. Wir reden nicht von dem. Wir reden nicht von dem im Einklang mit der Natur leben, sondern ich rede dann von dem, dass ab dem 16. Jahrhundert Holländer, Engländer, Dänen und später Deutsche und Amerikaner zwischen 1904 und 1987 insgesamt, ich weiß jetzt nicht falsch, 1,3 Millionen Wale getötet haben. Das sind 16.000 pro Jahr in dem Zeitraum, was ich euch gesagt habe. Und wir reden noch nicht von dem, was ab dem 16. Jahrhundert passiert ist. Und das ist der Grund, warum wir heute aufpassen müssen, ob wir überhaupt noch welche sehen, wenn wir sie suchen. Ist ja wurscht, das ist nur ein kleines Beispiel. Und jetzt möchte ich einmal so ein bisschen, wir reden immer hier von Menschenrechten, wir reden hier von, wir wollen die Umwelt schützen und so weiter. Ich muss ehrlich gesagt eins sagen, mich kotzt ein bisschen am Menschsein an, dass wir uns mittlerweile die Präpotenz nehmen. Ich will niemanden ansprechen, der Tiere liebt und schützt. Aber
Ich habe hier Zahlen und ich möchte das jetzt die zwei vorlesen, weil das sind zwei unterschiedliche Berichte, einmal aus dem Jahr 2005 und einmal aus dem Jahr 2014. Wohlgemerkt, das eine ist von Welt.de und die haben das so geschrieben. Schlachttiere, 750 Millionen allein in Deutschland pro Jahr. Weltweit werden rund 50 Milliarden Tiere jährlich für den Verzehr geschlachtet, Stand 2005. Nicht enthalten in dieser Statistik sind Wassertiere und Tiere aus Ländern, die ihre Schlachtzahlen nicht gemeldet haben. Also, wurscht. Mit rund 5 Milliarden geschlachteten Tieren lag der Anteil der EU-Länder im Jahr 2005 bei ca. 10% der weltweiten Gesamtzahlen. Diese Zahlen sind unvorstellbar, die Summe vieler Einzelschicksale. Denn die Tiere dürften bekannt sein, leben von ihrem Tod bereits nicht artgerecht, also in Massentierhaltung und. 2005. Jetzt gibt es da mittlerweile dann eine Website, die nennt sich der Fleischatlas 2014. Man möchte die Formulierung einmal erwähnen, gell? Es ist eine Form der Propaganda, eine Form der Verharmlosung, eine Form der Immunisierung unserer Sensibilität anderen Tieren gegenüber. Das möchte ich erwähnen. Danke. Ach, so, kurz die Hände aufwärmen. So, Fleischatlas 2014. Danach wird die weltweite Fleischerzeugung bei Fortsetzung des gegenwärtigen Trends bis Mitte dieses Jahrhunderts von jetzt 300 Millionen Tonnen auf dann fast 1,5 Milliarden Tonnen steigen. Wir reden jetzt nur mehr von Tonnen, also nicht mehr von Tieren, okay? Damit einhergehend wird sich die Sojaproduktion für Futter und Futtermittel zur Mästung der Schlachttiere nahezu verdoppeln. Von derzeit 260 auf über 500 Millionen Tonnen. Das sind Mengen, die können wir uns nicht vorstellen. Ich möchte nur die Vegetarier herbeirufen, gell? Weil die Vegetarier meinen ja vermutlich oder vermeintlich, sie tun etwas Gutes, indem sie den Tofu aus dem Supermarkt essen. Wir hatten in Sebastian letzte Woche da, das ist wie gesagt nur ein Teil, ihr seid genauso davon betroffen. Ich nehme nur die Fleischindustrie, weil sie meiner Meinung nach die brutalste Form ist. Die Fleischproduktion hat mittlerweile kaum mehr fassbare Dimensionen angenommen. Allein in Deutschland werden jährlich 58 Millionen Schweine, 630 Millionen Hühner und 3,2 Millionen Rinder geschlachtet. Im Schweinschlachten hat